Ja, willkommen zurück zum fünften Teil meiner Sailor Moon Kollektion. Jetzt werde ich vielleicht nachher später nicht mehr weitermachen, weil ich dann schlafen gehe. Wenn wir sehen. Hoffentlich gefällt es euch. Viel Spaß. Ja, willkommen zurück zum fünften Teil meiner Sailor Moon Kollektion. Ja, jetzt fange ich damit an. Meiner Sailor Moon Kette. Ich habe die bis zur ersten Staffel, also die ganze Staffelketten bis zur letzten. Hier ist ja die erste, dann kommt, erst die erste, dann die zweite, dann die dritte, die vierte und dann die fünfte. Dann habe ich hier noch Briefpapier und so. Eine Geldtasche von Sailor Moon. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht haben sie es einfach nur so aufgemalt. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Dann habe ich hier die Sailor Venus Federschachtel. Ich habe ja auch eines mit Haruka und mit Chiro. Dann habe ich die. Die große Kette von Sailor Moon. Und hier noch ein altes, zerfleddertes Mausbett. Ja, das habe ich auch schon uralt. Seit ich 12 Jahre bin, habe ich das schon. Jetzt bin ich auch schon 20 Jahre. Ja, gut. Dann fangen wir mit den Leiberl an. Hier habe ich einmal was von der Haruka. Hier auch wieder was von der Haruka. Haruka. Dann von der Venus. Hoppala. Etwas von der Venus habe ich da. Genau. Nein, da von der Merkur. Entschuldigung. Das ist von der Merkur. Dann habe ich hier was von den ganzen Kriegerinnen, außer von Bunny. Uranus. Und Neptun, leider. Aber ich habe eher ein Leiberl von Uranus und so gehabt. Dann ist das auch noch ein Sailor Moon Leiberl. Da hinten ist auch noch eines. Und das ist eine Decke. Eine angenehme, warme, kuschelige Decke von Sailor Moon. Ja, ich würde sagen, ich mache dann weiter mit dem sechsten Teil. Bis dann, eure Bunny und Haruka.